sehe ja so klein aus, wenn ich mich hier so hinbücke. Ja, dann muss ich mich hinbücken. Hallo liebe Leute, hier ist wieder mal der Jansen von Langtuning und heute habe ich mal wieder was Neues vorbereitet. Ich habe euch versprochen, allen Rotz, den ich in meinem Leben mache, ich nehme euch ein bisschen mit und heute nennen wir die ganze Folge Schäfer in Gefahr. So, wo sind wir denn hier? Ja, das darf man nicht sagen, das ist... Somewhere in Germany. Wir sind hier irgendwo in Deutschland und haben hier ein kleines Motorsportgelände und hier werde ich jetzt mal ein bisschen Quad fahren. Fand ich ein bisschen geil. Ich habe mich jetzt schon warm gefahren, das fetzt. Ich habe schon rausgefunden, dass es hier jemand gibt, der ist schneller als ich. Das ist eine Frechheit. Finde ich eine absolute Frechheit. Und jetzt probieren wir nochmal. Ich versuche mal hinterher zu fahren und ich nehme mich mal mit der GoPro. Und was machen wir später? Jetzt fahren wir erstmal Two-Stroker Quad und danach probieren wir es nochmal mit dem Seitenwagen. Dann leider Four-Stroker, aber jetzt erstmal Zweitakt. Wer ist ein Beifahrer? Du. Oder ich, das schnicken wir noch aus. Wir ziehen Streichholz. Ja, wir ziehen Streichholz, ja. Nee, machen wir nicht. Du, ich fahr. Okay. Dann machen wir heute mal richtig einen Backflip. Ich opfer mich auf. Das wird richtig cool. Ich bin echt gespannt. Das Ding steht da hinten. Ich kann es die ganze Zeit sehen. Und ich habe eigentlich ziemlich Bock, wirklich schon mal damit zu fahren. Habe das noch nie gemacht. Natürlich auch ein bisschen Bammel, muss ich ehrlich sagen. Ich fahre eigentlich alles, was irgendwie Räder hat. Also ich habe es schon mal erzählt. Ich habe schon mal Autorennen gewonnen. Das ist auch schon wieder ewig her. Aber ich fahre eigentlich alles, was Räder hat. Aber ja, heute wird es ein bisschen speziell, weil ich weiß, Seitenwagen ist echt... Das kann eine harte Nummer sein. Vor einem Backflip kann man auch ruhig mal Angst haben. Vor einem Backflip kann man Angst haben. Hast du die Rampe von Backflip hier? Ist hier hinten? Okay, ja. Aber ich denke, das wird eher eine Barrel Roll, weil die ist zu schmal. Also müssen wir quasi so einen gedrehten 360er machen. Eine Schraube, ja. Ja, machen wir so. Okay, gut. So, jetzt geht's los. Jetzt fahre ich erstmal ein paar Runden. Macht Spaß, die Scheiße. Als wenn du das im Arsch stecken hast, sieht das aus. Ich passe nicht auf das Ding drauf, oder? Aber ist gar nicht so anstrengend. Hast mich gerade so versägt, oder? Ja, ging so. Ja, ging so. Naja, ich bin wenigstens froh, dass ich ihn ein paar Runden lang sehe. Und macht unwahrscheinlich Bock, dieser Kümmel. So ein Blödsinn. Was fährst du mit dem Ding hier? Was für Rennen? E-Sport Cup. Okay, und wie läuft's? Gut. Letztes Jahr? Meister. Glitzer 5. Kannst du nicht. Komm. Und jetzt nehme ich einen Papi, Jeffrey, eine Runde mit. Auf Seitenwagen. Ja, und wenn wir jetzt einen. Jetzt wird es ästhetisch. Ja, ich würde sagen, wenn wir jetzt einen Zwischenfall haben, dann würde ich sagen, dann verliert die Simpson-Tuning-Welt zwei absolute Idioten. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Jetzt geht's los.
das Ding so ein kleines knallt, das ist krass, ne? Das sind nur 250er. So, Chef, liebe Lado, jetzt geht's mal los oder was? Jetzt geht's los. Ich würde jetzt sagen, wir fahren erstmal eine 8, damit ich wieder reinkomme, oder? Genau. Und wie? Da um die rote Tonne und um den schwarzen Reifen fahren wir eine 8. Du fährst das mal langsam rein, dann weiß ich ja die Drehrichtung von der 8. Ja. Und beim Anfahren hast du einen langen ersten Gang. Da und, musst du. Und wie mache ich das am besten, dass ich dich abwerfe? Voll draufhalten. Voll draufhalten. Mach einfach fürs Fernsehen volle Suppe. Ivel Kniebel hat das auch immer so gemacht. Ah, okay. Oh, that's weird. Ha! Und ansonsten wie gehabt. Das Umkippen war schon ein bisschen weird. Aber mach's automatisch, merkst du, mach's automatisch die Lenkung auf. Bis vorher. Da zieht sie die Nase nicht so raus. Hab nicht verstanden? So, kleiner Blöchen, Alter, es ist abgefahren. Was für ein Schuss. Du wunderst dich doch bestimmt, dass du linksrum ewig kein Gas geben kannst. Ja. Das liegt daran, dass wir beide nicht weit genug links sind, weil das muss linksrum um uns herum fahren. Und du musst kurz warten, bis das Ding wirklich die Richtung eingeschlagen hat. Nee. Also ich auch nicht. Aber du hast viel mehr Arbeit als ich. Das finde ich gut. Ja, einer das heißt also, Schwein. Ich muss weiter links mit raus. Richtig, unten nach vorne vor allen Dingen. Hier. Die okay. Das Kachango heißt, ist das heißt also Sandbeck. Hier raus, ich yes. Muss hier diesen. Genau. So, oder ja. So oder noch weiter rüber? Nee, den Fuß drauf lassen, den kannst du ruhig da lassen. Okay. Du hast so lange Beine, bei dir geht das gut. Okay, so ich bleib drauf und versuch dann quasi, dass ich das um die zwei Räder, um die Achse dreht. Ja, und der Ellenbogen so oben drauf. Du. Okay, ja, ne? So. Ja, ungefähr wie beim Quad. Also ich versuch ja. Quasi, aber das wäre immer noch ein bisschen harter Move, weil ich immer noch nicht genau weiß, wo du bist und dich nicht abwerfen will. Ja. Und vorne ist eh nur um die rote Tonne, hast du zum Glück zurückgezogen. Das ist ja, ja, das ist blöd, weil du hast hier einen Meter und wenn ich draußen hänge, ist noch mal ein Meter. Ja. Und dann hast du zwei Meter mehr Motorrad rechts rum. Ich war so im Solo-Modus und dann denke ich so, oh, das ist knapp. Aber die Tonne ist, glaube ich, leer. Also, ja, das Wasser drin, also versuchen wir mal, ob wir dich reinkriegen, dass du voll ist oder was? Die steht eigentlich verkehrt rum, bei so einem kannst du mit dem Hals drauf fallen. Ja, genau. Besser, wenn wir die umdrehen. Kannst immer noch mit dem Hals drauf fallen, aber da ist er nicht ab. So, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich hier. Wie war das? Rot. Ah, sieht gut aus. Ja. Injection oder Carburetor? Injection.
Ich auch nicht. Oh, bin ich fett, scheiße. Geil, oder? Voll geil. Das war richtig cool. Aber bei allem Spaß, den es macht, mir ist doch tatsächlich Solo lieber, muss ich ehrlich sagen. Das kommt erst, wenn du verstanden hast, wie es geht. Die Linkskurven müssen für dich eine Katastrophe sein. Ja, weil das Vorderrad immer in der Luft ist. Yes. Ja. Eine halbe Sekunde länger warten. Auch wenn es einem blöd vorkommt, weil man will ja früh ans Gas. Da ist der Radius. Warte mal kurz. Much better. Warte mal kurz. Jeffy Baby. Das war eine geile Nummer. Und habt ihr das gesehen, wie er mich innigst umarmt hat? Das war so schön, da lief die Vorfreude Lava beim Innenschenkel runter. Das war schon ein bisschen schwul. Aber geil. Und das fetzt schon. Und ich muss sagen, wenn man jemanden hat, wo man sich dann drauf verlassen kann und alle fit sind, dann ist das schon, das ist eher ein Teamsport. Jetzt hast du Sachen gesagt, die überhaupt nicht zutreffen. Was denn? Drauf verlassen kann und fit sein. Ja, das habe ich noch nicht gesagt, dass das gerade passiert ist. Also. Aber ich habe ja gesagt, wenn. Ja. Ja. Aber total geil. Also, puh. Das können wir öfters mal machen. Wir können gerne nachher noch mal eine Runde fahren. Wir machen erstmal ein bisschen Pause, würde ich sagen, weil das macht richtig außer Atem. Man kann sich das nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn man es nicht gemacht hat. Wahnsinn! Aber geiles Spielzeug. Ist übrigens nur ein 250er, ist noch gar kein dickes Ding. Die Dinger gibt es ja mit 720 Kubik. Ich habe gedacht, ich darf hier ein richtiges Halbe fahren. Aber ich glaube, da hätte es dann auch wieder eine ganz andere Nummer gehabt, weil ja. So ein Ding dann richtig zu bewegen. Hier aus der Ecke raus ist ein bisschen schwach manchmal. Oder liegt das an den vielen Sachen, die wir gegessen haben? Ich denke, es liegt an mir eindeutig. Kann sein. Trotzdem total geile Nummer. So, ich würde sagen, ich fahre noch eine Runde Quad oder nochmal die 50er oder so, weil wir haben ja den ganzen Mist mit. Und ja, dann gehen wir mal einen Abend. Das war wieder mal total cool heute. Und ich muss sagen, das hat Wiederholungspotenzial. Willst du deinen Fans noch was sagen? Auch nicht. Nicht mal meinen Groupies. Kauft bei JW Sport. Interessant, auf jeden Fall. Warum stehen wir eigentlich so hoch? Man weiß, was wir denn von Rotz vorhaben. Jeffy, was für ein geiler Tag? Er hat es organisiert, ich war dabei und ich muss sagen, das sind genau die Tage, die ich öfters brauche. Das erhält meinen Alltag massiv. Ja. War schön, ganz einfach. Ja. Was machen wir jetzt noch? Was steht morgen an? Darf ich sagen? Na, deswegen frage ich doch. Wir fahren morgen nach Sondershausen. Ja, wir fahren nach Sondershausen. Dort sind wir bei, warte mal, jetzt muss ich mal die ersten Buchstaben, SDS. Richtig. Handarbeit zum Fabian Kunze. Ich werde euch die Firma vorstellen. Mal sehen, ob er das auch möchte. Er weiß noch alles von seinem Glück. Und dort werden wir einfach mal ein bisschen rumgehen, haben ein bisschen was auf dem Prüfstand vor und wollen einfach da ein bisschen rumjuxen und schauen mal, was dort geht. Ich freue mich da sehr drauf. Ja, hast du noch was zu sagen? Ansonsten bin ich mal gespannt, ob wir lebend ankommen, oder? Dann? I hope so. 700 Meter. 700 Meter sind's. Ist soweit? Bye, bye. Was für ein crazy Gefühl, Alter.